Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake und dem Beagle. Sorry Leute, dass ich so unglaublich erschöpft aussehe. Eigentlich bin ich's auch. Ich habe ja schon im letzten Part erwähnt, dass ich eine ziemlich heftige Blasenentzündung habe. Allerdings ist es so, dass ich, wenn ich mich nicht ablenke, nicht mit den Schmerzen zurechtkomme. Also spielen wir jetzt ein bisschen Alan Wake. Also sorry, wenn ich echt sehr müde und kaputt aussehe. Ich habe es mit Supernatural versucht. Aber selbst da konnte ich mich nur auf die Unterleibkämpfe konzentrieren. Die Dunkelheit kam auf mich zu, saugte alles auf, was nicht nied- und nagelfest war, zerrte an meiner Kleidung. Ich sah die Leuchtfackel, die der Entführer fallen gelassen hatte, und warf mich darauf, als ich spürte, wie meine Füße vom Boden abhoben. Die Dunkelheit umschlang mich wie ein Tornado. Irgendwie konnte ich die Fackel entzünden. Die Dunkelheit brüllte und stieß mich fort. Ich fiel in Richtung des dunklen Sees, tief unter mir. Und ja, ich könnte privat spielen, aber ich bin ehrlich gesagt sehr neugierig, auch wenn die Kämpfe mich irre machen. Wo? Auch wenn die Kämpfe mich irre machen, bin ich doch sehr neugierig. Ein Traktor? Ich wollte eigentlich jetzt noch anführen, dass ich sehr neugierig bin, wie die Handlung von Alan Wake ist, aber sei es drum. Ich habe einen anderen Plan. Ja. Ach du Scheiße, nee. Ach du Scheiße, nee. Aua, aua, aua. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Wieso sind wir jetzt mit den Kämpfen bei Alan Wake von 0 auf 800? Ich krieg's nicht. Ich krieg's wirklich nicht. Ah, komm schon. Bloß nicht aus, weich bloß nicht aus. Wie genau soll ich das machen? Nur der Truck ist ja eine Sache, aber auch noch die Gegner. Nichts. Wie wär's mal mit Ausweichen? Wie wär's, ha? Huh? Ja.
Das ist doch nicht wahr. Wie soll ich die Scheiße machen? Ausweichen, ha? Ey, warum kann der nicht ausweichen? Was ist sein Problem? Nee, ich weich nicht aus. Ich lass mir lieber in den Rücken schießen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Doch. Verstehe ich nicht, warum man so eine Szene einbaut. Verstehe ich wirklich nicht. Das ist doch nicht wahr! Die Mülltonne hat mich gerettet. Nö, hab ich nicht. Das ist doch nicht wahr. Ich schaff das nicht. Gerade nicht. Was sind das für unfaire, bepisste Stellen, ey? Ja, ramm mich, obwohl ich Licht benutze, ihr Penner! Sag mal! Geh und verpiss dich, du doofes Teil! Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich weiß halt einfach nicht. Ich weiß halt nicht, wie das geht. Keine Ecke ist die richtige Ecke zum Verstecken, ey. Ellen, weich doch mal aus! Ist Ausweichen einfach so schwer?
Von hinten kann er nicht ausweichen, ey. Ja, genau, Ellen, genau. Und jetzt wird das wieder nichts. Jetzt ist da, was wir die nächsten 20 Minuten hier machen. Warum auch? Hier ist noch einer. Das ist doch nicht wahr. Jetzt lief's mal gut und dann war's halt doch scheiße, ne? Nein, Ellen! Mann! Wie kann ich den Schwierigkeitsgrad jetzt hier nicht ändern, oder was? Darf ich nicht Schwierigkeits ändern? Ja, und ihr seht vermutlich all die Fehler, die ich mache, ist mir aber auch einfach scheißegal. Thank you.
Warum bist du nicht tot? Jetzt kann er nicht mehr, jetzt kann er nicht mehr. Und jetzt kommt das Ding wieder angefangen. Und, ich bin... Alles klar. Danke, danke. Irgendeine Mechanik ausgenutzt. Ach komm, lass mich doch bitte in Frieden. Das ist doch nicht wahr. Ich habe verstanden, ich muss dieses Ding erledigen. Sonst kommen die immer wieder, aber wie? Wie? Ja, natürlich trifft mich das noch, alles klärchen! Ist doch geil, 20 Minuten lang das Gleiche zu sehen, oder? Muss ich schon sagen. Richtig pornös geil. Ja, komm, ist okay. Einfach 20 Minuten lang hier diese Rotze. Nein, hier drauf. Und dann ausweichen, ausweichen, ausweichen. Ich bin gerade auch ein bisschen unleidlich, aber das ist doch scheiße. Natürlich trifft er mich noch, alles klar. Nee, die sind jetzt noch über. Die sind noch über. Nein. Alan kann nicht mehr. Nein! Sag mir bitte, ich hab's geschafft. Bitte sag mir, ich hab's geschafft. Da kann er nicht drüber. Ist okay, Alan. Ist dumm. Wie ich das jetzt geschafft habe, weiß ich nicht. Leuchtfackeln bekommen. Ich hätte wohl gerne echt Leuchtpistolen gehabt, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, das ist vom Spiel gar nicht mal gewollt, dass man die dann in dem Moment hat. So, ich mache jetzt hier einen Cut rein. Wir sind nicht weit gekommen, weil ich viel zu lange dafür gebraucht habe. Es war super anstrengend. Und ja, ich wollte den Schwierigkeitsgrad umstellen. Ich muss mal gucken, ob das vielleicht im Hauptmenü geht, aber
Ich weiß nicht, in den ersten zwei Kapiteln waren die Kämpfe noch super angenehm zu regeln, selbst wenn sie zwischendurch mal ein bisschen schwieriger waren. Aber das jetzt ist teilweise einfach nur purer Pain in the ass und ich frage mich, woher dieser Sprung kommt. Aber sei es drum. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.